Liebe Zuseherinnen und Zuseher, im Zuge der Corona-Krise mussten zahlreiche Betriebe ihre Tore schließen. Wie viele danach wirklich wieder aufsperren können, steht aktuell noch in den Sternen. Zahlreiche Unternehmer, aber auch deren Mitarbeiter fürchten um ihre Existenz. Von der Regierung wurde ein umfassender Rettungsschirm versprochen. Doch wie viel Hilfe bietet dieser wirklich und kommt die Hilfe auch dort an, wo sie benötigt wird? Genau darüber wollen wir heute mit einem Betroffenen sprechen. Michael Fürthbauer führt seit 1995 ein Gasthaus in Oberösterreich und wird uns jetzt seine Situation schildern. Selbstverständlich führen wir dieses Interview nicht persönlich vor Ort, sondern wieder mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand via Videokonferenz. Schönen guten Tag, Herr Fürthbauer. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Danke, dass wir heute ein bisschen über Ihre aktuelle Situation sprechen können. Beginnen wir vielleicht einmal mit dem Positiven. Sie sind seit Jahren Gastwirt aus Leidenschaft. Sie lieben Ihren Beruf. Können Sie uns vielleicht kurz einmal was über Ihren Betrieb erzählen? Guten Morgen. Ich habe einen klassischen Landgasthof in Ohlsdorf, ist in der Nähe von Gmunden am Eingang des schönen Salzkammergutes. Betreibt diesen seit ungefähr 25 Jahren mit 4 Mitarbeitern. Und ist bis zum, glaube 16. März war das, die Deadline relativ gut gelaufen und seit 16. März haben wir leider geschlossen. Ja, seit 16. März mussten Sie schließen, Corona kam. Was hat sich seitdem alles für Sie verändert? Wie geht es Ihnen jetzt? Außer das Positive ist, ich habe relativ viel Freizeit gewonnen, aber das Negative ist, wir sind natürlich auf Null gestellt. Diese Möglichkeit der Essenszustellung oder Abholung, was es gibt, ist am Land natürlich, was ich meine, Zentren, Einreden am Land ist es relativ schwierig, dieses auch durchzuführen. Heute habe ich auch wieder gelesen, dass selbst die Regelungen nicht ganz klar sind. Also für die Gastronomen ist ja das alles eine wissenschaftliche Arbeit. Getränke dürfen zum Beispiel Gastronomen nicht mitliefern. Was das für Logik hat, weiß ich nicht. Das verbirgt mich jeglicher Logik und jedem Sinn. Aber es ist anscheinend so und hier muss man immer wieder aufpassen. Man zuerst hat man dürfen, dann hat man gar nicht dürfen, dann hat man Essen nicht mehr zustellen dürfen, dann hat man abholen dürfen und jetzt darf man mit Getränken nicht abholen. Das ist schwierig. Besonders schwierig ist natürlich auch diese ganzen Zusagen, die man kriegt, dass man, wenn man heute Pressekonferenzen hört, ist ja alles kein Problem, alles ganz einfach. Ich spiele mich seit 17. März, glaube ich, ist dann der Sonntag drauf, war dann das letzte gültige Formular für die Kurzarbeit. Ich habe bis heute noch keine Zusage, ob die Kurzarbeit für meine Mitarbeiter gilt. Das heißt, ich agiere momentan im luftleeren Raum. Der Vorwurf steht ja schon des Öfteren im Raum, dass diese ganze Hilfe, die da versprochen wurde, viel zu bürokratisch ist. Also nach Ihren jetzigen Schilderungen schließe ich, dass Sie diese Meinung teilen, dass das viel zu bürokratisch abläuft alles. Es ist für einen Normalsterblichen überhaupt nicht handelbar. Das heißt, es ist ein Riesengeschäft für Steuerberater, wird das werden, weil wenn die Regierung sagt, beziehungsweise die Steuerberater beraten oder raten, den März zweimal abzurechnen, das heißt einmal normal und dann einmal mit Kurzarbeit ab 17. oder wenn auch immer, dann ist das für den Steuerberater völlig klar, weil er zweimal die Lohnverrechnung machen kann und zweimal kassieren kann. Für ein Unternehmen ist das ein Riesenproblem. Mhm. Die anderen Förderanträge, also das erste Nothilfspaket war sowieso ein Fiasko, kann man nicht ausfüllen, wobei mir natürlich auch persönlich stört, muss ich sagen, dass meine Daten die Kammer bekommt, ist für mich nicht nachvollziehbar und dann die noch ein Einschaurecht auf ungefähr 10 Jahre haben in meine Buchhaltungen, ob das funktioniert, das verstehe ich nicht, weil ich sage jetzt einmal Einmalzahlungen, wie sie die Schweiz macht oder auch in Deutschland dürfte das unbürokratischer von der Bühne gehen, die Finanz hat alle Daten, hier könnte man einen 12. von mir aus auch oder auch von mir verständlich nach oben gestaffelt, dass du sagst, mein Unternehmerlohn fiktiv ist klar, Höchstbemessungsgrundlage oder höchste Arbeitslosen von mir aus alles Benchmark und dann sollten hier Zahlungen laufen. Aber ich glaube, dass bis jetzt kaum, zumindest Kleingewerbler, kaum Zusage haben vom AMS, der aber, ich bin in der glücklichen Situation, den Kredit nicht zu brauchen, aber finde es als Verhöhnung meiner Kollegen, wenn es heißt, mit der AMS-Zusage kann man auf die Bank gehen und man bekommt dann einen zinsgünstigen Kredit. Es gibt keine AMS-Zusagen und die versprochenen schnelle Abwicklung dieser 48 Stunden, weiß ich nicht, wo das funktioniert. Es hat bei mir auf Reklamation nachher, muss ich sehr sagen, die Wieder war hier hilfsbereit, habe ich dann einmal erfahren, ob ich die Zusage von der Gewerkschaften, also von den Sozialpartnern habe. Sonst hätte ich bis jetzt noch gar nichts und das ist mittlerweile fast 3 Wochen. Und meine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und hätten so viele Minusstunden oder ich hätte ihnen so viel Geld geschenkt, je nachdem, wie man sieht.
Die FPÖ wollte ja, dass dieser Härtefonds übers Finanzamt abgewickelt wird. Sie haben das gerade kritisiert, dass das eben bei der Wirtschaftskammer ist. Das heißt, Ihnen als Unternehmer wäre das auch lieber gewesen, das läuft übers Finanzamt und nicht über die Wirtschaftskammer. Selbstverständlich. Erstens einmal hat die warum eine unter Anführungszeichen private Institution die Daten der Unternehmer bekommen muss, verstehe ich nicht. Zweitens hat die Finanz alle Daten und hier könnte man sofort zurückgreifen auf die Jahre 16, 17, 18, 19, wie man es, also 19 werden viele noch nicht haben, das ist der nächste bei den Förderungen. Es hat kaum jemand eine 19er Bilanz, da bin ich bei den ersten und ich habe sie noch nicht. Sie wird gerade gemacht, also im Schnitt kommt das dann erst 2021 zum Tragen und wie hier die Förderrichtlinien laufen, weiß ja auch niemand. Ich habe jetzt einmal in verschiedenen WhatsApp-Gruppen gefragt, was zählt die 2 Monate oder 3 Monate der Schließung als null oder wird mein Umsatz auf ein Jahr gerechnet? Wenn mein Umsatz jetzt davon ausgeht und sage, ja, hat 12 Monate, ich habe 3 Monate geschlossen und sage, ein durchschnittlicher Gastronom hat außer Saisonbetriebe, ich sage jetzt das klassische Landgasthof, hat ja nicht eine auf und ab, sondern hat eine kontinuierliche Umsatzkurve. Und dann heißt, ich würde ja, wenn ich nur 3 Monate zwischen rund ein Viertel meines Umsatzes verlieren. Das heißt, ich würde dann laut Förderrichtlinie 2 völlig herausfallen und gar nichts bekommen. Mhm. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Aber es weiß momentan niemand und das ist für mich alles der Wahnsinn. Weil normal, und ich weiß noch nicht, wer ein Geld bekommen hat, ich kenne keinen. Okay. Weder aus Notfallfonds 1, Notfallfonds 2 und den dritten kann man da gar nicht beantragen. Das heißt, Sie fühlen sich quasi im Regen stehen gelassen? Um das sozusagen, ja. Ich glaube jetzt einmal, alle, die keine finanziellen Rückhalt haben, haben ein Riesenproblem, weil es dann schon auf die Banken gegangen, hört man von Kollegen, die gesagt haben, ja, da waren diese Haftungen noch nicht da, aber weiß man auch noch nicht, jetzt muss ich mit der Bank arbeiten, mit Steuerberater, das ist ja alles mit Kosten verbunden für Kleine. Und da hat es Kassen kein Problem, Kontokorrentkredit aufstocken, 9% Zinsen. Ja, das wird nicht lang funktionieren in der Wirtschaft. Und dass die Kapitaldecke meiner Kollegen beim Großteil relativ gering ist, weiß man. Weil wenn man sagt, 8% Eigenkapital ist ein Benchmark, dann weiß man, wie die Situation der Branche ist. Oder des ganzen kleinen Gewerbes. Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, Sie haben mit den Kollegen gesprochen und die leiden auch sehr unter dieser Krise, beziehungsweise auch unter diese viel zu bürokratischen und auch Hilfsmittel, die dann im Endeffekt nicht dort ankommen, wo sie eigentlich sollten. Das wird tragischerweise so sein, weil da habe ich aber Riesenglück, meine Frau ist selber Lohnverrechner, sonst wäre das auch mir nicht möglich. Aber dieses Ausfüllen dieses AMS-Antrages, wenn du da keinen Lohnverrechner hast, ist unmöglich, weil du weißt nicht einmal, was die wollen von dir. Und das hat mich gestern oder heute sogar kritisiert, der Sprecher von den Steuerberater, dass dieses ein irrsinniges Fiasko ist und die Formulare. Aber jetzt braucht man nicht reden. Ich meine, für die Steuerberater, das böse Erwachen der Unternehmer wird kommen, wenn die nächste Abrechnung des Steuerberaters kommt. Weil wenn die auch jedes Mal einen Steuerberater anrufen, der einen Viertelstundentakt abrechnet, wird das eine spannende Angelegenheit, was dann passiert. Oder sie sind kulant, aber denen entstehen logischerweise auch Kosten. Natürlich. Und das wird ein Riesenproblem sein, weil das einfach momentan ja nicht handelbar ist. Was würden Sie sich und vielleicht auch Ihre Kollegen jetzt wünschen? Wie wäre Ihnen geholfen, beziehungsweise was hätte vielleicht auch schon in der Vergangenheit passieren müssen, dass es gar nicht so weit kommt, dass Sie da jetzt so viel Bürokratie vor sich haben und die Hilfe gar nicht bei Ihnen ankommt? Wenn man jetzt spreche rein von der Gastronomie, wenn man hier ausgeht und sagt, eine Gastronom stellt einen Kurzarbeitsantrag, der behördlich geschlossen ist und das logischerweise nachvollziehbar ist, dann weiß ich nicht, warum der einen Sozialpartner prüfen muss. Mhm. Weil was soll ich mit meinen Mitarbeitern tun? Sie müssen ja nur froh sein, wenn ich sie nicht aufs Arbeitsamt schicke. Dann stellt sich für mich die Frage, was prüfen die? Ob das jetzt stimmt, dass ich 10% mache? Ich meine, da müsste so wie die Deutschen oder die Schweizer eine Erklärung bei Eide statt. Ich schicke meine Leute in Kurzarbeit. Dann wird ausbezahlt. Und wenn dann im Nachhinein kann geprüft werden, wenn jemand die Angaben logischerweise wissentlich falsche Angaben macht, dann gehört das eh im Nachhinein geprüft. Aber das vorher zu prüfen, wird sowieso unmöglich sein, beziehungsweise so lange dauern, dass dann sehr viele dann sagen, ich ziehe die Reißleine und ich schicke meine Leute aufs Arbeitsamt. Mhm. Das nächste Problem ist, dieses vage, wir wissen ja nicht, was passiert, dieses Programm, was gestern vorgegeben, also diesen Ablauf, Ausstiegsszenario oder wie immer man das nennen will, heißt ja für uns noch gar nichts. Ich habe große Hochzeiten im Umlauf oder in der Buchung, die werden jetzt storniert, verschoben. Es weiß keiner, was passiert mit 15. Mai. Wie viele Leute, man muss sich das jetzt auch im Tourismusbereich vorstellen, was tut der mit der Saison jetzt? Kommen welche, meldet der sich an, sagt der einer, oh,
wir werden Leute verlieren. Das wird alles, ja, also ich glaube, dass der Tag nachher erst der spannende Tag wird. Momentan sind eh alle im sozusagen Winterschlaf-Stillhaltemodus, aber wann wieder geöffnet wird, wird das ein Riesenproblem. Wie wird geöffnet? Nur untertags? Ja, es mag für essenslastige Lokale sein, sage ich jetzt, für diese, die durch das Rauchergesetz schon gestraft worden sind, haben natürlich jetzt auch das Problem, je getränkelastiger, desto abendlastiger. Also das wird alles, es weiß keiner, wie das weitergeht oder wie das losgeht. Das heißt, Sie leiden auch massiv unter dieser Ungewissheit. Was kommt noch, wie geht es weiter, was passiert alles noch? Das ist das Hauptproblem, weil sonst, wenn mir einer sagt, ich muss jetzt einen Monat lang zusperren oder zwei Monate, dann wäre das, wenn ich sage, ich mache einen Umbau oder einen Betriebsurlaub. Mhm. Dann weiß ich, in zwei Monaten geht es wieder los und ich kann von irgendetwas ausgehen. Jetzt weiß man, ob mit dem einen, wie reagiert die Bevölkerung oder der Gast an sich. Und ich weiß nicht einmal, was ich darf. Und wenn dann Kellner, sage ich, mit Mitte Mai und Ende Mai mit Schutzmasken im Lokal umeinander laufen, zeigt das ja nicht gerade irgendeine Sicherheit. Also es wird sowieso ein Problem, dass die Leute wieder halbwegs normal agieren. Und sind wir gespannt. Aber da wird es dann erst richtig losgehen. Und dann ist immer wieder die Frage, es weiß noch keiner, wie funktioniert das überhaupt mit den Zahlungen? Mit der Bilanz 2020, 2021 kann ich ansuchen. Ja, um was? Und dann weiß ich nicht einmal, zählt jetzt zwei Monate oder zählt das ganze Jahr? Kriege ich 75%, 50, 25% oder gar nichts? Und das wird natürlich für viele sehr spannend und das wird auch für die Banken spannend, weil wenn ich jetzt sage, die gehen in Hoffnungen mit 90%, ja, passt, oder der Staat zahlt. Und das kann für mich nicht der Sinn der Sache sein. Es wäre viel einfacher gewesen, man hätte einmal Zahlungen hinausgegeben und mit Erklärungen bei Eidesstaat mit übers Finanzamt abgerechnet. Jeder weiß, was ich die letzten Jahre verdient habe. Und somit wäre die, braucht keinen fiktiven Unternehmerlohn angeben. Das Finanzamt weiß es. Die FPÖ hat ja im Zuge der letzten Nationalratssitzungen viele Anträge eingebracht, wonach auch die Unternehmer wirklich entschädigt worden wären. Wäre ihnen damit geholfen werden? Wäre das für Sie einfacher gewesen? Ja, selbstverständlich. Wenn man die Pandemieverordnung gelassen hätte, wäre der Unternehmer weggekommen vom Bittsteller zu einem Anspruch. Und dann, wenn man dieses geändert hätte, genauso wie jetzt, weil man muss sich ja vorstellen, diese Notfall 3, sage ich jetzt einmal, also für KMUs, nicht den Notfall, die ersten zwei, sondern die dritte Hilfe, was versprochen worden ist, ist ja sowieso auch mit 95 Millionen gedeckelt. Man auch wieder vergleicht zu was anderes, was der Regierung die Wirtschaft wert ist. Für Vereine werden 100 Millionen bereitgestellt, fürs Gewerbe momentan oder für die ganze Wirtschaft 95 zusammen. Mhm. Und wenn das gedeckelt ist und man hätte gesagt, die Pandemieverordnung gilt und es werden 70% gedeckelt, dann hätte ich auch gewusst, ob ich hätte einen Rechtsanspruch gehabt. Dann hätte ich nur nachweisen können, was war mein wirklicher Schaden. Und jetzt muss ich hoffen, dass ich irgendwas kriege und keiner weiß, was der Schaden ist. Und dann weiß ich nicht einmal, wie viel ich kriege, weil die Förderung auch noch gedeckelt ist. Nicht nur an Prozenten, sondern in Summe generell. Herr Fürthbauer, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Einschätzungen. Danke, dass Sie uns Ihre Lage so offen und ehrlich geschildert haben. Ich wünsche Ihnen trotz allem viel Erfolg in der Zukunft, dass die Krise bald überwunden sein wird und sich doch noch alles zum Positiven wendet, im Endeffekt in Ihrem Unternehmen und Ihrem Betrieb. Herzlichen Dank. Danke, bitte gerne.